Und auch sie sammelt laufend neue Erkenntnisse. Weniger jedoch über die Bratwürste, sondern eher über das Ganze drumherum. Die Künstlerin Gisela Hellinger. Als Oberfränkin, die heute bei München lebt, wurde ihr bewusst, dass die Bratwurst ein Stück Heimat, ein Stück Franken ist, das sie auch schon schmerzlich vermissen musste. Man vermisst etwas wie die Bratwurst, wenn man es nicht haben kann. So ging es mir ein Jahr in Italien. Es gibt dort keine fränkischen Bratwürste. Wie hätte Josef Beuys die Bratwurst verarbeitet? Wie der Verpackungskünstler Christo? Wie Niki de Saint-Fall? Gisela Hellinger hat mit einem Kadunsburger Verlag ein Buch zum Thema Bratwurst und Kunst veröffentlicht. Tiere sind es, die uns die Bratwurst spenden. Die jahrelange Arbeit mit dem Thema Bratwurst hat mich schlussendlich zum Thema Tier geführt. Und das tierethische Problem wird meine weitere künstlerische Arbeit beeinflussen. Du bist, was du isst.